Wie nun durchsickerte, bot 2K Games der WWE an, ein großes Match zwischen Kurt Angle und Seth Rollins bei der Survivor Series aufzubauen. Ähnlich hatte man es im letzten Jahr mit der Paarung Brock Lesnar vs. Goldberg gemacht. Die Paarung zwischen Angle und Rollins sollte die Verkaufszahlen für das erscheinende Videospiel ankurbeln. Allerdings ist mittlerweile auch bekannt, dass die WWE dieses Angebot abgelehnt haben soll. Für viele Experten ist dies ein Indiz dafür, dass von der WWE zunächst nicht geplant ist, Kurt Angle wieder aktiv in einen Wrestling-Ring zu stellen. Wie bereits im letzten Jahr wird der diesjährige SummerSlam 4 Stunden lang sein. Aller Voraussicht nach kommen dazu eine 2-stündige Pre-Show sowie eine 1-stündige Post-Show. Wer das Spektakel also in Gänze schauen will, der sollte am 20. August mindestens 7 Stunden einplanen. Wie geht es nach dem SummerSlam eigentlich im Main Event Geschehen bei Raw weiter? Gerüchten zufolge soll Bray Wyatt beim SummerSlam auf Finn Balor treffen und dieses Match wohl auch gewinnen. Beim folgenden No Mercy Pay-Per-View am 24. September würde Wyatt dann gegen den Universal Champion antreten. Mehreren Berichten zufolge wird der Titelträger auch nach dem SummerSlam weiterhin Brock Lesnar heißen. Jinder Mahal sprach in einem Interview über seine kreative Kontrolle in Bezug auf seine laufende Titelregentschaft. So sagte er, dass er seine Storyline mit Randy Orton gemeinsam mit Vince McMahon konstruiert habe. Er selbst bindet sich immer wieder in die kreativen Prozesse ein, allerdings nimmt er auch Ratschläge von Vince McMahon an. Schließlich habe dieser die WWE zu einem großen globalen Phänomen gemacht. Vince vertraue auf Mahals Stärke bei Promos und beide seien sich einig, dass auch Mahals Matches mit der Zeit immer besser werden. Bekanntlich heißt es, dass Mahal den Titel auch eine ganze Weile halten soll. Ob der Maharaja sich jedoch auch nach dem SummerSlam als WWE-Champion bezeichnen darf, bleibt abzuwarten.